Irgendwo tief im Wald liegt mein Haus und mein Labor. Und damit niemand kommt, mein Geheimnis entdeckt, habe ich eiserne Türen davor. Was sich hinter den Türen verbirgt und sie sehen, bitte haben sie noch etwas Geduld. Der Schwarze, den sicher den Magen verdreht, doch das ist nicht meine Schuld. Gesicht. Er schlug den Bürger die Birnen ein, denn die Autobahn gab es noch nicht. Und bevor jemand kommt und den Unfall entdeckt, habe ich schon die Leichen geklaut. Und das Ganze wird sorgsam im Keller versteckt, davon werden meine Monster gebaut. Nur von allerhöchster Stelle bekomme ich meine Aufträge. Meine Hotels sind krisenfest, arbeitsam, anspruchslos und natürlich nie zum Hauer. Alles in allem fast vollkommene Geschöpfe, fast. Und dann fühle ich hin und auch wieder mal meine alten Leidenschaft. Und dann wandere ich so von Fall zu Fall ein Geschöpf voller Schultern und Kraft. Säure im Kreislauf einen überströmt mich ein heißes Gefühl und steht das mein Licht sich auf einem Bein, bin ich nah am göttlichen Ziel. Dann bin ich der, von dem auch seine Mami sagen wird, er war ein Genie. Nun zu meinem Haustierchen, komm her, mein kleiner Liebling. Komm zuerst in die Pussy, ist er nicht süß, dieser kleine Racka? Ich bin der Urheber von Frankenstein, mein Geschäft geht so sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein, die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urheber von Frankenstein und ich bitte um Diskretion. Denn ich bin mein Labor schon langsam ein, auf den Menschenmassenproduktion. Großpapa wäre stolz auf mich, denn ich vollende sein Lebenswerk. Nur bessere Mittel verwende ich gegen mich wie ein Frankensteinswerk. Früher mit mühsamer Kleinarbeit zum endlosen Karzern quäkt, braucht heute kaum die halbe Zeit, Uropa werde entzückt. Die Leber, die Lungen, die Nieren und noch mehr bau ich mir aus Kunststoff und Gips. Dies alles verringert den Aufwand sehr. Ersatzteile liefere ich mit. So, meine Herrschaften, ich stelle Ihnen jetzt Jonas vor. Er ist in einer meiner Sternstunden stamm. Gegen ihn ist Rambo ein nasses Taschentuch. Sag ein kräftiges Hallo. Ach, Sternchen, mach mich fertig. Ich bin der Kartoffelsalat. Ich bin der Urheber von Frankenstein. Mein Geschäft geht so sehr gut. Meine Kunden können zufrieden sein. Die Regierung braucht frisches Blut. Ich bin der Urheber von Frankenstein. Und ich bitte um Diskretion. Denn ich bin der
verstorbene Mensch in meiner Produktion. Ich bin ein Genie. Yeah. Nanuchen, Nanuchen, das darf aber nicht vorkommen. Jonas, wo steckt denn bloß der Bengel? Jonas, meine Batterie lässt nach. Jonas, meine Batterie ist alle. Jonas, meine Batterie ist nach. Frankenstein, mein Geschäft geht so sehr gut. Meine Kunden können so zufrieden sein, ihre
Großpapa wäre stolz auf mich, denn ich vollende sein Lebenswerk. Nur bessere Mittel verwende ich, gegen mich wäre ein Frankensteinswerk. Was ich früher mit mühsamer Kleinarbeit zum endlichen Tatsam trägt, braucht heute kaum die halbe Zeit, Uropa wäre entzückt. Leber, die Lunge, die Nieren, noch mehr bau ich mir aus Kunststoff und Gips. Dies alles verringert den Aufwand sehr. Ersatzteile lieferig mit. So, meine Herrschaften, ich stelle Ihnen jetzt Jonas vor. Er ist in einer meiner Sternstunden entstanden. Gegen ihn ist dran, wo ein nasses Taschentuch. Sag ein kräftiges Hallo. Ach, Sternchen, mach mich fertig. Ich bin der Kartoffelsalat. Ich bin der Urkursinger von Frankenstein. Mein Geschäft ist Bundesrepublik.